Leben liegt noch vor ihm. Die Regelung der Nachfolge. Es gibt nichts, wo er so dramatisch scheitert wie genau an diesem Punkt. Entschieden hat der Vater, Friedrich Flick. Die anderen hatten zu folgen. Flick zerstört eigentlich beide Söhne. Er war doch sehr Einzelgänger. Flick, ein Familiendrama. Dezember 1947. Friedrich Flick wird in Nürnberg wegen Kriegsverbrechen zu 7 Jahren Haft verurteilt. Er ist 64 Jahre alt. Im US-Kriegsverbrechergefängnis im bayerischen Landsberg am Lech muss Flick seine Strafe absitzen. Flick fühlt sich zu Unrecht verurteilt. Aber er resigniert nicht. Er hat Pläne für einen neuen Konzern. Deutschland nach dem Krieg. Viele Fabriken sind zerstört oder beschädigt. Das Industriereich Friedrich Flicks ist klein geworden. Der größte Teil des Besitzes liegt jetzt in der sowjetischen Besatzungszone. Dort wird Flick enteignet. Aber im Westen bleiben ihm das Hochofenwerk in Lübeck, wertvolle Steinkohlenbergwerke an der Ruhr und die Maxhütte in der Oberpfalz. Die Westalliierten haben die Schwerindustrie unter ihre Aufsicht gestellt. Es gibt Pläne, Kohle und Stahl zu entflechten. Als Kriegsverbrecher muss Flick sogar die Enteignung fürchten. Flick sucht den Kontakt zu Konrad Kalitsch, seinem engsten Mitarbeiter. Er beauftragt ihn, die Basis für die Rettung eines Restgebildes zu schaffen, auf der wir in alter Verbundenheit wieder aufbauen können. Konrad Kalitsch ist Flicks 15 Jahre jüngerer Vetter. Er bewundert Flick. Seit Jahren ist er dessen Finanzchef und rechte Hand. Das ist eine lebenslange symbiotische Partnerschaft, eine Zusammenarbeit, die eben weit über das Berufliche hinausgeht und die eben weit in die Familienverhältnisse auch mit hineinreicht. Flick hätte ohne meinen Vater nie eine solche Karriere geschafft. Es war für ihn der getreue Eckhart, der sich um alles gekümmert hat, um alles gemacht hat. Auch Konrad Kalitsch war in Nürnberg angeklagt, wird aber freigesprochen. Nun tut er alles, um die Reste des Imperiums zu retten. Sein enger Helfer ist Odilo Burkhardt, Jurist und Wirtschaftsfachmann. Burkhardt und Kalitsch reisen zur Maxhütte. Der Familienbesitz steht seit Kriegsende unter amerikanischer Aufsicht und ist an Treuhänder vergeben. Er droht, in fremde Hände zu fallen. Flicks Getreue nehmen Kontakt zum bayerischen Staat auf. Der soll helfen, das Werk für Flick zu retten. Flick ist in Landsberg nur scheinbar von der Außenwelt abgeschnitten. Die Amerikaner lassen ihm viele Freiheiten. Sie wollen die inhaftierten Manager umerziehen. Flick richtet im Gefängnis seine Firmenzentrale ein. Zigarette? Gerne. Burkhardt und Kalitsch haben gute Arbeit geleistet. Ich habe das Büro in Düsseldorf wieder aktiviert. Im Hochofenberg Lübeck haben wir alles im Griff und die Steinkohle in Haben und Essen bleibt uns auch. Die bayerische Regierung will mit 20 Millionen D-Mark in die Maxhütte einsteigen. Das könnte uns vor den Enteignungsplänen der Amerikaner retten. Burkhardt, Sie übernehmen die Verhandlungen und gehen dann an die Spitze der Maxhütte. Das wird Ihrem Sohn nicht gefallen. Otto Ernst ist in die Gespräche nicht eingeweiht. Er hat uns doch die Schwierigkeiten erst eingebrockt. Es wird Zeit, dass ich hier rauskomme. München 1949. Langsam geht es wirtschaftlich wieder aufwärts. Nah beim Hauptbahnhof wird Schrott gelagert. Das Gelände gehört einer Eisenhandelsgesellschaft. Chef der Firma ist Flicks Sohn Otto Ernst. Auch er will die Maxhütte für die Familie zurückgewinnen, auf eigene Faust.
Aber er hat ein Problem. Er und sein jüngerer Bruder Friedrich Karl haben zwar Anteile am Familienbesitz, aber die Verfügungsgewalt liegt allein beim Vater. Alle Entscheidungen werden von ihm selber getroffen. Seine engsten Vertrauten werden einbezogen, während seine beiden Söhne zwar dort sind, auch Ämter haben, aber nicht wirklich eine entscheidende Rolle spielen. Das heißt, ihnen gehört etwas, über das sie aber in der Praxis gar nicht mitentscheiden dürfen. Otto Ernst aber will mitentscheiden. Er mischt sich immer wieder in die Verhandlungen um die Max-Hütte ein. Die Max-Hütte ist mit 7000 Beschäftigten das größte Stahlwerk Bayerns. Der bayerische Staat folgt deshalb dem Vorschlag Flicks und kauft 26% der Anteile, um den Standort zu sichern. Flick flankiert die Transaktionen wie immer durch Spenden, diesmal an bayerische Parteien und Politiker. Die bayerische Regierung sichert Flick nicht nur sein Eigentum an der Max-Hütte, sie zahlt ihm für die Anteile auch noch 20 Millionen Mark aus Steuergeldern. Wieder einmal hat Flick den Staat für sich eingespannt. Schon 1950 wird Flick amnestiert und verlässt Landsberg. Er ist 67 Jahre alt. Als er vorzeitig entlassen wird, macht er eigentlich da weiter, wo er aufgehört hat, nämlich baut hochbetagt inzwischen im Rentenalter, beginnt seinen nächsten Konzern aufzubauen. Die wichtigste Basis ist für Friedrich Flick zunächst die Max-Hütte. Sie produziert seit 1950 wieder Stahl für den neuen, alten Chef. Die Geschäfte laufen gut. Stahl wird beim Wiederaufbau überall gebraucht. So hat Flick bald genug Geld in der Kasse, um die Max-Hütten-Anteile günstig vom bayerischen Staat zurückzukaufen. Flick gehört wieder zu den einflussreichen Unternehmern Westdeutschlands. Zur Max-Hütte gehört auch die Villa Max. Flick bestellt seine Söhne immer wieder ein und bringt den eigensinnigen Otto Ernst auf Linie. Ich habe diese alte Tour von dir satt, dass du immer an der Max-Hütte herummeckerst. Es ist mir egal, ob ich die Max-Hütte bekomme oder die Hochofenwerke in Lübeck oder von mir aus eine Rinderfarm in Amerika. Hauptsache, ich habe dort allein das Sagen. Ich habe dir schon immer gesagt, du solltest viel mehr spazieren gehen. Das Betrachten von Rübenfeldern ist für dich besser als die Beschäftigung mit geschäftlichen Dingen. Wenn ich an einer Sitzung teilnehme und dort sage, dass 2 mal 2 gleich 5 ist, so hält mich jeder für verrückt. Wenn aber unser Vater in der gleichen Konferenz sagen würde, dass 2 mal 2 in manchen Fällen auch 5 sein könne, so spitzen alle die Ohren und zerbrechen sich den Kopf, was er nun wieder Tolles vorhat. Ja, da hast du recht. Vater setzt mich immer herab. Alles, was du hast, hast du durch mich. Alles, was du bist, bist du durch mich. Du selbst bist und hast gar nichts. Vergiss das nicht. Otto Ernst und auch Friedrich Karl Flick versagen in ihren Nachfolgepositionen, weil der Vater es ihnen nicht zutraut und weil sie darauf mit unterschiedlichem Temperament reagieren. Der Älteste, Otto Ernst, dessen Temperament ist eher, es dann mit zusätzlichem Engagement und zusätzlicher Energie wettzumachen, während der jüngere Bruder Friedrich Karl eher jemand ist, der sich dann zurückzieht und die Berater machen lässt. Und auf ihre je unterschiedliche Weise arbeiten die beiden Söhne sich dann an diesem übermächtigen Bild des Vaters ab. 1953 schenkt Marie Flick ihrem Mann zum 70. Geburtstag ein Haus bei Kreut am Tegernsee, ein Familientreffpunkt. Ja, das war ein kleiner Landsitz. Es war angenehm und nicht sehr großkotzig, mit ein paar Nebengebäuden für Personal, für Chauffeure und so etwas. Ich habe ihn erlebt mit Einladungen. Die waren nicht popelig. Das war eine große Gastfreundschaft, die in diesem Haus auch von seiner Frau gebracht wurde. Aber man lebte auch ohne Kaviar und ohne Hummer.
Und der Champagner musste nicht unbedingt französisch sein, das war auch deutscher Sekt. Marie und Friedrich Flick führen nun seit 40 Jahren eine partnerschaftliche Ehe, in der nicht allein er das Sagen hat. Sie hatte großes Selbstbewusstsein und sie hat meiner Ansicht nach zu Hause schon das Zepter in der Hand gehabt. Wenn er irgendwas zu bemängeln hatte an seiner Kleidung oder so und einen Anzug aus dem Schrank geschmissen hat, dann hat sie eben den ganzen Schrank geleert und ihm seine Anzüge alle nachgeschmissen. Sie hat Kontra gegeben. Mitte der 50er Jahre zieht Flick in die Industriemetropole Düsseldorf. Hier hat er Kontakt zu den Mächtigen aus Wirtschaft und Politik. In der Schadowstraße richtet er sein Hauptquartier ein. Flick will es noch einmal wissen. Er will sich ein neues Imperium aufbauen, gewaltiger noch als das erste. Dazu braucht er Geld und er weiß einen Weg. Kohle und Stahl, so haben die Alliierten bestimmt, müssen entflochten werden. Flick stemmt sich nicht dagegen wie Krupp, sondern sieht seine Chance. Klug vorausschauend verkauft er den Großteil seines Ruhrkohlebesitzes für fast 250 Millionen Mark. Das verschafft ihm einen großen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, weil die 50er Jahre von großem Kapitalmangel in der Bundesrepublik geprägt sind. Flick hingegen ist extrem liquide. Flick ist flüssig zu dieser Zeit. Und er investiert diese Mittel in neuen Beteiligungen. Heimlich beginnt Friedrich Flick jetzt, große Aktienpakete von Daimler-Benz zu kaufen. Daimler war an der Börse zu haben. Und deswegen ist er da reingegangen. Das war eine Geldanlage für ihn. Er wollte Geld verdienen und er wollte sein Vermögen mehren. So wie er es eigentlich sein ganzes Unternehmerleben hinweg immer getan hat. Daimler-Benz ist das profitabelste Unternehmen der Nachkriegszeit. Flick wird mit 42% Hauptaktionär. Der Wert der Aktien steigt bald auf das Siebenfache. Papier. Flick investiert auch in diese Zukunftsbranche. Papier wird in immer größeren Mengen in Büros und beim Versand benötigt. Auch in die Produktion des Unternehmens Dynamit Nobel fließen viele Flick-Millionen. Vor allem die neuen Kunststoffprodukte machen Umsatz und bringen großen Gewinn. Flicks neues Imperium besitzt mit den Hochofenwerken Lübeck und der bayerischen Maxhütte zwar noch zwei Stahlwerke. Das Herz des Konzerns aber bilden jetzt die Wachstumsindustrien Auto, Papier und Chemie. Weitere Zukäufe und Verflechtungen lassen Anfang der 60er ein unübersichtliches Firmenkonglomerat entstehen. Die Flick KG. Dass Friedrich Flick wieder oben angekommen ist, zeigt er auch öffentlich. Bei Feierlichkeiten ist er wieder auf Augenhöhe mit der Prominenz aus Wirtschaft und Politik. Die Söhne werden zwar auch geladen, sitzen aber zum Ärger von Otto Ernst weiter nur in der zweiten Reihe. Der Jüngere, Friedrich Karl, nimmt das gelassen. Er geht ins Ausland, um Erfahrungen zu sammeln. New York. Hier soll Friedrich Karl die neue Weltmacht und erfolgreiche Formen des modernen Kapitalismus kennenlernen. Sein Standort ist Manhattan, der Platz der Banken und der Börse. Für ein Praktikum des Jüngsten hat der alte Flick einen Chemiegiganten ausgewählt. Kreis wurde gebeten, den Friedrich Karl als Volontär in seinen Laden aufzunehmen. Und von allem, was ich weiß, ist der Friedrich Karl gearbeitet hatte. Da eigentlich nie, wie überhaupt im Leben, glaube ich, er wenig gearbeitet hat. Sondern er war immer auf Freude und Juxerei aus und er gab ja pausenlos Partys, da war ich immer dabei, hab noch mitgeholfen und wir hatten an sich ein sehr nettes Verhältnis, aber kein tiefgehendes. Bei einem abendlichen Empfang im Hotel Waldorf Astoria trifft Friedrich Karl zufällig einen alten Bekannten wieder. Es ist Eberhard von Brauchitsch, Spielkamerad aus Kindertagen. Und da haben wir uns wiedergesehen nach langer Zeit.
Und daraus ist plötzlich eine ganz warme Wiedererweckte Freundschaft geworden. Friedrich Carlo fand Gefallen daran, mit mir über die Probleme seiner Person als einer der möglichen Nachfolger seines Vaters zu sprechen. Da wurde ich praktisch ernsthaft zum ersten Mal mit dem Thema der Nachfolge in einer Industriefamilie vertraut gemacht. 1957 kommt Friedrich Karl Flick auf Wunsch des Vaters nach Deutschland zurück. Er ist 30 Jahre alt und soll nun bald als Geschäftsführer in Düsseldorf einsteigen, im neuen Büro, unter Führung des gefürchteten Vaters. Da kam Friedrich Karl zu dem Punkt, dass er sich sagte, wenn ich jetzt die Option bekomme, in die Konzernverwaltung in Düsseldorf einzutreten, kann ich das nicht alleine, sondern ich brauche jemanden an meiner Seite. Und hat sich durchgesetzt bei Vater Flick, der nicht sehr begeistert war davon, und bei Konrad Kalitsch, dem zweiten Mann im Konzern. Und die haben dann gesagt, naja Gott, dann soll er mal kommen, mal gucken, was er kann und was er, wenn der hier Unruhe stiftet, schmeißt man raus. So einfach war das. Flick steckt die Geschäftsbereiche der Söhne ab. Friedrich Karl soll in den Zukunftsbranchen, Otto Ernst in der klassischen Stahlbranche arbeiten. Otto Ernst wird unter dem Vorsitz seines Vaters Aufsichtsrat beim Hochofenwerk Lübeck. Doch Otto Ernst will selber Chef sein und stellt die Entscheidungen des Vaters immer wieder in Frage. Dieses Hinterfragen der Autorität seines Vaters, das ist sozusagen das zentrale Moment, an dem diese Beziehung sowohl zwischen, sagen wir mal, Konzernchef und Konzernmanager als auch zwischen Vater und Sohn im Grunde dann zu Bruch geht. Otto Ernst ist in Gefahr, die Position des Juniorchefs an seinen Bruder zu verlieren. Das könnte auch die Stellung seiner Frau Barbara und der drei Kinder Gerd Rudolf, Friedrich Christian und Dagmar beeinträchtigen. Ein neuer Vorschlag für die Aufteilung der Geschäftsbereiche unter den Brüdern soll das verhindern. Und da hat die Barbara sehr geschickt operiert und gesagt, wichtig ist, wir brauchen einen draußen. Und der Friedrich Karl hat so viel draus gelernt, viel mehr als mein Mann Otto Ernst. Der muss draußen sein und Otto Ernst macht das in Deutschland. Und da habe ich gemerkt, dass das Ding möglicherweise in der Attraktion für Friedrich Karl daneben geht. Und dann habe ich mich sehr fleißig mit dem Thema befasst, wie man weiterkommt. Und er hat sich mit mir beraten. Wir haben uns dann im weitesten Sinne dann auch durchgesetzt. Wobei Friedrich Karl weniger der Aktive war, sondern wir haben von den Fehlern von Otto Ernst gelebt. Er war ein sehr penetranter Kleingeier und hat seinen Vater nur attackiert, weil seine ambitiöse Frau ihn darum geboxt hat. Er müsste den Vater vom Stuhl runterkriegen und den Konzern übernehmen. Das war er wohl nicht ganz in der Lage. Als Otto Ernst seinen Vater in der Nachfolgefrage immer wieder attackiert, beruft Friedrich Flick eine Familienkonferenz auf seinen Herrensitz bei Düsseldorf ein und spricht ein Machtwort. Otto Ernst soll alle Eigentums- und Erbrechte auf seine Kinder übertragen und nur noch als Auslandsberater tätig sein. Du kannst zusagen oder ablehnen, aber nicht mehr verhandeln. Ich gebe dir 10 Tage Zeit. Ist das ein Ultimatum? Ja. Zusage oder Ablehnung bis zum 16. Juni. Und keine weiteren Vorwürfe mehr? Noch ein Vorwurf und dann gilt auch dieses, mein letztes Angebot, nicht mehr. Dann hast du kein Vermögen mehr. Denk bitte an deine Familie. Ich habe Anrechte. Das sagen meine Anwälte. Wenn du einen Prozess willst, dann werde ich dich verklagen wegen groben Undanks. Die Beweise liegen bereits in der Schublade. Dein öffentliches Ansehen wird ein für alle Mal zerstört sein. Du empfiehlst also, dass ich das Angebot annehme? Nicht als Geschäftsmann, sondern im Verhältnis Vater-Sohn? Ja. Darf ich auch die anderen hier nach ihrer Meinung fragen? Natürlich. Es ist hoffnungslos, die Differenzen beizulegen. Daher gibt es nichts anderes als annehmen.
Doch Otto Ernst sucht jetzt die Entscheidung. Er verklagt seinen Vater auf Herausgabe seiner Anteile. 4 Jahre dauert das Verfahren. Und wieder bleibt der alte Sieger. Wegen Undankbarkeit darf Friedrich Flick alle Schenkungen an seinen Sohn rückgängig machen. Seine Firmenanteile gehen auf die Kinder über. Ein Absturz. Das, was Otto Ernst da gemacht hat, das tut man einfach nicht. Das tut man nicht gegenüber dem Gründer. Wenn er Schneid gehabt hätte, er ist jetzt tot und ich mag auch nicht negativ über ihn reden. Aber wenn ich Schneid gehabt hätte, dann hätte ich gesagt, ich verzichte auf alles, jetzt gehe ich raus und mache mein eigenes. Das ist was anderes. Und am Ende steht der Älteste als Vatermörder da, und zwar als Gescheiterter, als Erfolgloser, der eine der größten industriellen Leistungen der Bundesrepublik aus eigensüchtigen Motiven heraus zerstören wollte. Er wird faktisch enterbt, aus der Nachfolge herausgekauft, und damit ist klar, dass der eigentliche Nachfolger Friedrich Karl Flick sein wird. Marie und Friedrich Flick stellen sich nun auf ihren Jüngsten als Nachfolger ein. Doch es gibt noch Vorbehalte. Was er brauchte, und da kommt natürlich der Siegerländer wieder durch, was er brauchte, war, dass sein Nachfolger ein Zuhause hat. Friedrich Karl war noch nicht etabliert in dem Sinne. Zum Beispiel hatte keine Familie. Friedrich Karl Flick folgt dem Wunsch der Eltern. 1964 führt der 37-jährige Juniorchef die 21-jährige Elga Reinbold zum Traualtar. Zu der Zeit, als ich ihn kennengelernt habe, war er fast ängstlich, wenn es darum ging, mit dem Vater zusammenzutreffen. Weil vor lauter Angst, er macht irgendwas falsch. Weil er war ja nun der Einzige, der noch übrig geblieben ist und der das Werk weiterführen sollte. Der Juniorchef bezieht das neue Firmengebäude in Düsseldorf nun als persönlich haftender Gesellschafter. Doch sowohl Friedrich Karl als auch sein Hausmeier Eberhard von Brauchitsch werden vom Alten weiter an der kurzen Leine gehalten. Das war zu Anfang nicht sehr ergiebig für mich, denn er saß in seinem Arbeitszimmer zusammen mit Konrad Kalitsch und sie machten zusammen mit den Chefs der Unternehmungen, die von draußen reinkamen und berichteten, machte er die Geschäftspolitik des Hauses. Da fiel mal gelegentlich ein Brösel ab für uns, aber viel hat das nicht ergeben. Noch immer ist Friedrich Flick Alleinherrscher, aber das Alter zehrt. Flick braucht mehr und mehr die Unterstützung seines jüngeren Getreuen Konrad Kalitsch. Flick war der Mann mit den Ideen. Aber mein Vater war es, der es im Grunde genommen durchgeführt hat. Der die ganzen Verbindungen zu den Banken hatte. Und er war letztlich in dem ganzen Bereich persönlich wesentlich bekannter als der alte Flick. Konrad Kalitsch hat nicht nur die Kontakte zu den Banken und Bossen, er organisiert in altbewährter Weise auch Flicks Geldspenden an die politischen Parteien. Außer den Kommunisten erhalten alle Großspenden aus der Industrie. Gemeinsam mit den Wirtschaftsführern entwickeln die Parteien in den 50er Jahren ein System, das regelmäßige Geldzuflüsse in die Parteikassen sichert. Um kein unmittelbares Verhältnis zwischen Geber und Nehmer herzustellen, also dass die Industrie eine Partei finanzierte, wurde dazwischen geschaltet die SV, Staatsbürgerliche Vereinigung. In die wurde hineinbezahlt. Die Staatsbürgerliche Vereinigung wird zur großen Spendenwaschanlage. Doch weder die Industriellen noch die Parteien stören sich an den illegalen Geldtransfers. Auch Flick nicht. Das wäre doch unmöglich gewesen, es nicht zu tun. Wir waren doch verpflichtet dazu. Fritz Berg, ich sehe doch Fritz Berg bei Friedrich Flick erscheinen und zu sagen, wir brauchen mehr Geld. Fritz Berg, Industriellenchef und Chef der Staatsbürgerlichen Vereinigung bei Flicks 80. Geburtstag. Alle wichtigen Würdenträger und Minister ehren den Alten an diesem Tag. Flick zählt nun zu den legendären Industrieführern, die die Bundesrepublik wieder aufgebaut haben. Konstanz am Bodensee. Nach dem Tod seiner Frau Marie zieht sich der Alte 1966 hierhin zurück.
Er kauft sich ein kleines Chalet auf der Schweizer Seite. Dort fallen weniger Steuern an. So, und hier haben wir noch so ein kleines bisschen Post. Ist nicht viel. Erstmal die letzte Börse. Von seinem kleinen Büro aus steuert Flick noch immer die Düsseldorfer Zentrale. Er ist fast 90 und hört schwer, lässt sich aber alles vorlegen. Auch Juniorchef Friedrich Karl und von Brauchitsch müssen immer wieder beim Alten antreten. Es geht bei den Gesprächen nicht nur um die laufenden Geschäfte, sondern auch um die Vergangenheit. Flick hat ein Problem. Millionen Zwangsarbeiter mussten im Krieg unter unmenschlichen Bedingungen in deutschen Industrieunternehmen arbeiten. Zehntausende auch bei Flick. Viele starben. Nach dem Krieg bitten einige Überlebende um Entschädigung. Doch Flick verschleppt jahrelang die Gespräche. Jetzt entschließt er sich, sie abzubrechen. And so he led us by the nose, literally. Er hat uns buchstäblich an der Nase rumgeführt. Seine vielen Beauftragten sagten immer, wir müssen uns treffen, wir müssen das diskutieren, wir haben noch ein paar Fragen. Sie müssen uns noch weitere Dokumente schicken, uns nachweisen, dass exakt dieses Lager unter unserer Führung war und dass wir es beschlagnahmt hatten. Wir mussten die unterschiedlichsten Beweise vorab vorlegen, zur Echtheit der Ansprüche, zum Ort, zur Zeit, zu den Bedingungen der Zwangsarbeit. Beim Nürnberger Prozess sagte er, nichts wird uns jemals davon überzeugen, dass wir Verbrecher sind. Und am Ende sagte er immer noch, nichts wird uns jemals davon überzeugen. Er war der reichste Mann Deutschlands. Er hat seinen Playboy-Kindern Millionen gegeben, aber keinen einzigen Pfennig den überlebenden Sklavenarbeitern, die geholfen hatten, sein Vermögen zu machen. Stur und selbstgerecht verneint Friedrich Flick sein ganzes Leben lang jegliche Mitverantwortung für NS-Verbrechen. Eine Haltung, die selbst den Enkeln noch zu schaffen machen wird. 1972 stirbt Friedrich Flick. Der Siegerländer Heimat bleibt er treu. Er wird in seinem Geburtsort Kreuztal begraben. Nur die Familie und enge Mitarbeiter begleiten den Sarg zur Grabstelle. Einer verzichtet darauf, dem Vater die letzte Ehre zu erweisen, Flicks Sohn Otto Ernst. Er stirbt 2 Jahre nach dem Vater. Friedrich Flick lässt sich neben seiner Ehefrau Marie und seinem im Weltkrieg gefallenen Sohn Rudolf beisetzen. Als Friedrich Flick stirbt, ist eigentlich das gesamte Führungspersonal hoffnungslos überaltert. Es ist sozusagen ein Relikt aus alten Zeiten. Und es ist nicht wirklich so, dass jetzt mit Friedrich Karl Flick jemand kommt, der energisch diesen neuen Weg geht. Friedrich Karl Flick hat ein Vaterproblem. Er wollte seinem Vater immer recht machen. Ich weiß nicht, ob der Vater ihm das Gefühl gegeben hat, dass er vielleicht nicht stark genug ist oder so. Friedrich Karl Flick tut sich schwer, als Konzernchef einen eigenen Stil zu finden. Gott, die Führungsmethode, die immer hat des Konzerns, soll in etwa dieselbe bleiben. Die Tagesprobleme muss man natürlich eingehen. Und sicherlich ist man nicht schlecht beraten, wenn man in dem einen oder anderen Fall daran denkt, wie der Vater Flick jetzt entscheiden würde, wenn er die Entscheidung zu fallen hätte. Er hatte kein Selbstbewusstsein. Er war ein Mensch, der, ich will das jetzt nicht zu negativ schildern, denn er war natürlich auch in seiner Art wiederum, konnte er ein außerordentlich warmherziger, charmanter Mann sein, aber er war... Ja, er fühlte sich, glaube ich, die ganze Zeit in seinem Leben am falschen Platz. Lieber als in Düsseldorf ist Flick im lockeren München. In feuchtfröhlicher Gesellschaft fühlt er sich wohl. Im Franziskaner, da trat er auf mit James Graser, der bachante Playboy von München, den also FK sehr geschätzt hat, weil er einfach es hat krachen lassen und viel... durch besondere Eigenarten gleich auf. Ja, das Bier durfte nur in kleinen Gläsern wie in Norddeutschland serviert werden und
Es musste sofort weg mit dieser Handbewegung. Also wie Fliegen verscheuchen. Wenn man es angetrunken hat, muss es sofort nachgeschenkt werden. Dann hat er sich ans Schlagzeug gesetzt und waren ja noch andere Spezies dabei. Also da hatten wir es richtig gut. Flick trifft sich mit Gleichgesinnten zum Smalltalk. Und er sucht sich Freunde und Berater, die er gerne mit Spenden unterstützt. In München hat er sich frei gefühlt und glücklich, kann man sagen. Er war lieber in München als in Düsseldorf. Und Düsseldorf war halt doch immer der Zwang. In Düsseldorf führt Eberhard von Brauchitsch in Friedrich Karls Auftrag die Regie. Eine wichtige Aufgabe des Statthalters ist die politische Landschaftspflege durch Spenden an Parteien und Politiker. Von Brauchitsch führt diese Tradition des Flick-Konzerns ganz selbstverständlich fort. Die sollen ihre Arbeit machen bei der Politik. Wer macht sie im demokratischen Sinne, die und die Parteien, dann kriegen sie das Geld. Wichtige Persönlichkeiten haben bei Flick eine Sonderstellung. Einer der großen Empfänger dabei war Kohl als Parteivorsitzender. Und wenn sie dann, wie Kohl es tat, durch seine Assistentin jemanden schickte, der es holte, dann holte er es. Wir haben uns darüber den Kopf nicht zerbrochen. Das waren nicht von uns ausgewählte Leute, das waren Repräsentanten dieses demokratischen Staates. Das Geld wurde angefordert von der Chefseite. Früher war das noch der Herr Kralitsch, später der von Brauchitsch. Und dann wurde das Geld in einem braunen Kuvert in ein braunes Kuvert gelegt und das hatte dann der Chef und der Buchhaltungsleiter Herr Diel notierte dann wegen dem so und so viel. Und das waren alles Namen, die Sie von den Top Ten hier aus unseren Parlamenten und Regierungen kennen. Es ist gelegentlich so behandelt worden, als wenn der Geschäftszweck bei Flick Parteispenden gewesen wären. Ich sage Ihnen mit Sicherheit, eher weniger als mehr als 1% der Arbeitskraft ist diesem Thema gewidmet worden. Hauptsächlich geht es in diesen Jahren um die Zukunft des Konzerns. Die Werke müssen modernisiert werden, um international wettbewerbsfähig zu sein. Und sowohl an den einzelnen Standorten als auch in der Zentrale sind modernes Management und neue Strategien verlangt. Wir haben dann eine strukturelle Problematik bekommen mit großen Investitionsbedürfnissen, sowohl bei Eisen und Stahl als auch bei Papier und bei der Chemie und haben Geld beschafft, indem wir Daimler verkauft haben. Daimler-Benz ist nicht irgendein Unternehmen, sondern das Symbol des deutschen Wirtschaftswunders. Der Verkauf von 29% der Anteile wird deshalb von Anfang an in der Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt. Flick verkauft die Aktien 1975 an die Deutsche Bank für knapp 2 Milliarden Mark. Knapp 1 Milliarde Mark Steuern könnten dabei fällig werden, doch Flick will das Geld behalten. Er setzt dazu auf den Staat, wie schon sein Vater. Es gibt die Möglichkeit, in den 70er Jahren tatsächlich so eine steuerliche Befreiung vornehmen zu lassen. Und zwar dann, wenn die Gelder, die erlöst werden, in Anlagen gesteckt werden, die volkswirtschaftlich förderungswürdig sind, dann verzichtet der Fiskus darauf. Das muss aber materiell begründet werden. Und hier beginnen die Probleme. Flick will 800 Millionen Mark in Amerika bei Grace investieren. Das sei förderungswürdig, heißt es bei Flick, um neue Technologien in die Bundesrepublik zu bringen. Kritiker aber sehen in dem Deal nur ein privates Investment, das keine Förderung verdiene. Ein öffentlicher Streit beginnt. Hans Friedrichs, FDP, 1976 Wirtschaftsminister. Er muss über die Förderungswürdigkeit entscheiden. Friedrichs stößt auf Widerstand, vor allem beim Koalitionspartner SPD. Von Brauchitsch spendet den Parteien Geld. Und er spendet Geld auf den Namen Friedrichs. Der Minister genehmigt schließlich den Grace Deal und erspart Flick mehrere hundert Millionen Mark Steuern. Otto Graf Lambsdorff, Friedrichs Nachfolger im Amt des Wirtschaftsministers, gewährt dem Flick-Konzern weitere Steuerbefreiungen. Auch auf den Namen Lambsdorff wird gespendet. Von Brauchitsch glaubt, durch die Spenden seinem Chef zu nützen.
Doch die Zeiten haben sich geändert. Am 11.11.1981 betreten Steuerfahnder und Staatsanwälte die Konzernzentrale in der Mönchenwerther Straße. Ohne Anmeldung dringen sie bis in die Chefetage vor und treffen auf einen völlig überraschten Eberhard von Brauchitsch. Und so bin ich also dann sehr früh zu Herrn von Brauchitsch vorgestoßen. Ich wurde auch hereingelassen. Ich hatte ihm die Listen, die sogenannten Dielschen Listen gezeigt, auf denen Vermerke waren, hat vom bis Herrn von Brauchitsch vorgelegen. Ich habe gesagt, kennen Sie diese Listen mit den Zuwendungen an Politiker und Parteien? Das habe ich noch nie gesehen, das sehe ich zum ersten Mal, war seine Antwort. Darauf habe ich gesagt, Sie sehen den Vermerk Ihres tüchtigen Chefbuchhalters, hat Ihnen vorgelegen. Das muss der Mann sich ausgedacht haben. Das entspricht nicht der Wahrheit. Daraufhin habe ich das Gespräch abgebrochen und habe gesagt, Herr von Brauchitsch, so können wir nicht miteinander reden, wenn wir über Selbstverständlichkeiten mit Lügen hinweggehen. Das war eine ziemlich ruppige Geschichte, denn es wurde permanent mit Untersuchungshaft gedroht, insbesondere mir gegenüber, wenn ich nicht schön brav alles das erklärte, was die gerne wollten. Die Bonner Staatsanwaltschaft eröffnet 1982 ein Ermittlungsverfahren gegen Flick, von Brauchitsch, Friedrichs, Lambsdorff und andere wegen Steuerhinterziehung, Bestechung und Bestechlichkeit. Der größte Skandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Ja, Substanz der Flick-Affäre ist eigentlich, dass ein Konzern, der eine Steuerbefreiung haben möchte, versucht, tatsächlich sowas wie Landschaftspflege zu machen, um das zu erreichen. Und das System ist tatsächlich durch das, was Medien machten, durch das insbesondere, was eine Staatsanwaltschaft versuchte, zerschlagen worden. Wir haben das gar nicht für möglich gehalten, dass aus diesen verdienstvollen Jahren der Parteispenden bis tief in die 70er Jahre, bis Ende der 70er Jahre, ein neuer Tick der Betrachtung entsteht. Im Deutschen Bundestag attackieren die Grünen die etablierten Parteien und den neuen Bundeskanzler Kohl, der gerade erst die geistig-moralische Wende ausgerufen hatte. Es ist wohl auch nicht anders zu erwarten und dies ist wohl auch angemessen für einen Bundeskanzler, dessen Weg an die Spitze seiner Fraktion und seiner Partei, wie wir in diesen Tagen erfahren haben, von Flick freigekauft wurde. Darf ich bitten? Das Wort von der gekauften Republik macht die Runde. Jürgen Rehns und dann auch Joschka Fischer werden von der Sitzung ausgeschlossen. Ein Eklat. Ich rufe Sie zum zweiten Mal zur Ordnung. Herr Abgeordneter Fischer, ich schließe Sie aus der Teilnahme der weiteren Sitzung aus. Wir haben Fehler gemacht, dass wir der Politisierung der Parteispenden durch Neider und neue Generationen nicht genug aufmerksam gewidmet haben. Wir haben gesagt, das war so gut seit 1950. Das wird gut bleiben. Vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss gibt sich Friedrich Karl Flick optimistisch. Oh, wir werden das Kind schon schaukeln. Diese Affäre trägt ja den Namen Flick. Kommt es Ihnen nicht sehr bitter an, dass Ihr Name derart in Verruf geraten ist? Mein Name ist gar nicht in Verruf geraten, das wird sich schon herausstellen. Flick behauptet, von den Vorgängen nichts gewusst zu haben. Das fördert weder sein Image als Konzernchef noch überzeugtes, erfahrene Manager. Es ist ein Witz, dass er das nicht gewusst haben will. Also nie und nimmer. Er hat alles gewusst, was in seinem eigenen Haus passierte. Natürlich. Eberhard von Brauchitsch nimmt die Schuld auf sich. Wegen Steuerhinterziehung wird er zu 2 Jahren Haft verurteilt, auf Bewährung. Die beiden Minister erhalten Geldstrafen. Flick selbst bleibt unbehelligt und macht nun Kasse. Er trennt sich von seiner Führungsmannschaft und verkauft den Restkonzern für knapp 5 Milliarden Mark an die Deutsche Bank. Nur 15 Jahre nach dem Tod des Alten ist der Konzern am Ende. Für ihn war es möglich, das zu verkaufen. Das erscheint mir das Entscheidende. Sein Vater hätte diese Möglichkeit vermutlich nicht genutzt, weil es für ihn kein Leben abseits des Unternehmens gab. Für Friedrich Karl Flick gab es diese Option und er hat die Ausstiegsvariante gewählt.
Friedrich Flick zweifelte schon früh, ob sein Sohn den Konzern entschlossen führen könne. Aber war es nicht eigentlich der harte Vater, der ihm das Selbstvertrauen nahm? Friedrich Flick selbst kommt nun in Verruf. In den 60ern als genialer Unternehmer gefeiert, erscheint er jetzt als gewissenloser Profiteur. Friedrich Karl zieht sich mit seinen Milliarden ins steuergünstige Österreich zurück. Oft ist er in seinem Jagdhaus Strechen in der Steiermark. 1990 heiratet er in dritter Ehe die 30 Jahre jüngere Österreicherin Ingrid Ragger, die ihm die Zwillinge Viktoria Katharina und Karl Friedrich schenkt. Bis ins hohe Alter steht Flick als Familienvater im Mittelpunkt. Er stirbt 2006 mit 79 Jahren. Berlin im Jahr 2000. Mehr als 50 Jahre nach Kriegsende begründen im Bundestag Regierung und deutsche Wirtschaft einen Entschädigungsfonds für Zwangsarbeiter. Bundeskanzler Schröder beglückwünscht die Verhandlungsführer zur Stiftung. Alle großen deutschen Unternehmen zahlen in den Fonds ein. Übernehmen auch die Flicks nun Verantwortung? Die Frage geht an die Erben von Friedrich Karl und Otto Ernst. Gerd Rudolf Flick, Otto Ernsts Ältester, gibt selbst keine Auskunft, ob er in den Entschädigungsfonds einbezahlt hat oder nicht. Friedrich Christian Flick stellt seit 2004 seine millionenschwere Kunstsammlung aus, ohne zuvor in den Fonds eingezahlt zu haben. Ein Skandal. Dann zahlt er doch noch 5 Millionen Euro. Die jüngere Schwester Dagmar hat sich mit 5 Millionen Mark als einzige von Anfang an am Entschädigungsfonds beteiligt. Alexandra und Elisabeth, Töchter von Friedrich Karl Flick aus zweiter Ehe, haben einen Teil des Milliardenerbes erhalten. Der andere Teil ging an die Zwillinge von Ingrid Flick, der dritten Ehefrau. Ob Friedrich Karls Erben jemals in den Entschädigungsfonds eingezahlt haben, dazu äußern sie sich nicht. In den Listen des Stiftungsfonds tauchen ihre Namen nicht auf. Keiner der Erben war zu einem Interview bereit.